Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports in Oechtelhausen. Heute Technik. Technik ist bei uns auch unser Rahmen und die Flex ist an. Und jetzt warten wir mal kurz und dann machen wir das Ganze nochmal. Ich mache das nicht für Geld. Ich hasse Telefone. Was soll ich für Witz? Ich kann überhaupt gar nicht lachen. Ich bin überhaupt nicht glücklich, weil ich die ganze Nacht beschissen geschlafen habe. Das ganze Jahr bewegt sich da unten in der Werkstatt eigentlich keine Sau. Also nur für die Kamera haben wir diese Kulisse im Hintergrund. Das hört sich an, als würden 40 Leute flexen da unten, aber es sind nur zwei. Und die flexen gegeneinander. Das soll nach einem großen Industriebetrieb aussehen. Wollte ich schon immer haben. Hallo? Man kriegt ja alle Störfaktoren. Es kann doch nicht sein, das ist doch nicht möglich. Kannst nicht so gut. Das wird heute nichts mit denen da unten. Hallo, ihr seid im YouTube-Kanal von SWD Sports in Oechtelhausen. Heute wieder ein Technikteil. Wir gehen auf unseren Rahmen ein. Wir haben hier den Zentralfederbeinrahmen, der verstärkt ist. Und wollen euch mal zeigen, wie man sowas zusammenbaut. Die Fragen kommen immer wieder an uns ran und ich habe das gerade 1 Million Mal schon erklärt. Deshalb versuche ich es im Video ein bisschen näher zu bringen. Als allererstes, wenn der Rahmen zurückkommt, schneiden wir erstmal alle Gewinde nach. Alle Gewinde werden sauber gemacht, werden nachgeschnitten. Danach kommen die alten Lenkkopflager raus. Die haben wir drin gelassen, dass der Beschichter uns die Lagersitze nicht versaut. Nachdem wir diese Lenkkopflager ausgezogen haben, erwärmen wir den Rahmen mit Maisluftföhn und setzen die neuen Kegellager wieder ein. Danach widmen wir uns der Gabelbrücke. Die Gabelbrücke bekommt natürlich das Gegenstück des Kegellagers. Die werden auch warm gemacht und mit unserer Spindelpresse pressen wir das untere Lager auf. Immer darauf achten, dass er auch die Staubschutzkappen vorher montiert, sonst wird es nichts. Dann sauber mit Fett versorgen und ab in den neu beschichteten Rahmen. Oben das zweite Lager drauf, wieder die zwei Staubkuppen montiert und schon kann die obere Gabelbrücke auf das Jochrohr gesetzt werden. Am besten auch gleich die 27er Motor oben drauf gefädelt, damit die ganze Sache nichts mehr unten rausfallen kann. Wer will, kann jetzt schon die Gabelhalme reinstecken. Wir machen das immer in dieser Reihenfolge und fädeln dann das Vorderrad, das wir mit einem Reifen und einer neuen Bremsscheibe versorgt haben, ein. Die Steckachse hat von uns zur besseren Demontage einen Achsauszieher aus dem KDM Power Parts Katalog bekommen. Mit dem Achsauszieher tut man sich dann später leichter, wenn man draußen im Outback ist und versucht einfach die Steckachse rauszuziehen. Rein mit der Achse. Durchs Rad durch, Gabel fix und das Rolling-Chassis hält. Jetzt spindeln wir unseren Wagenheber hoch, um eine vernünftige Höhe für den Rahmen zu erzeugen und haben dann genügend Platz, auch weil wir unter den Hauptständeraufnahmen sind, um den Motor in den Rahmen zu stecken. Den Motor haben wir vorbereitet, die Öle sind abgelassen, die Ölwanne ist demontiert. Mit der montierten Ölwanne tut man sich wirklich schwer und macht bestimmt Kratzer in den Rahmen. Deshalb machen wir die runter, machen auch das Ölsieb ab, tun auch das Thermostat demontieren und mindestens zu zweit sollte man für diese Arbeit sein. Stecken den Motor rein, bei der Montage des Getriebes und des Luftfilterkastens immer darauf achten, dass man gleich einen Benzinschlauch mit einfädelt, weil nachher ist es nicht mehr möglich. Aber der Motor ist jetzt nebensächlich, das ist einfach nur, dass man sieht. Jeder, der den Motor ausgebaut hat, soll den auch wieder einbauen können. Jetzt widmen wir uns den wichtigeren Sachen. In dem Fall ist es der Kardanwellenadapter. Ohne diesen Kardanwellenadapter kann die 1100er Schwinger nicht betrieben werden. Auch die 1150er Schwinger braucht diesen Adapter. Und auch diese Versuche, die immer wieder gemacht werden, aus einer 2-Ventil-Kardanwelle und einer 4-Ventil-Kardanwelle eine zu machen. Das funktioniert nicht wirklich, kann ich nur abraten. Wichtig ist nämlich, dass der Drehpunkt der Kardanwelle und der Drehpunkt der Schwinge gleich sind. Nur so wird der Verschleiß vermieden. Nachdem der Adapter angeschraubt ist, versorgen wir die Verzahnung des Adapters mit dem AS1500 und stecken dann die Kardanwelle auf. Nachdem wir die Kardanwelle aufgesteckt haben,
können wir unseren Adapter-Faltenbalg auf die 1100er Schwinge schieben, fixieren das Ganze mit unserem C-Ring. Unser C-Ring unterscheidet sich vom Originalen. Wir haben keine Bügelchen zur Montage dran. Wir haben die bewusst weggelassen, dass keine Geräusche durch Reibung an der Kardanwelle entstehen können. Jetzt wird die Schwinge drüber geschoben. Auf der rechten Seite kann man den Originalbolzen von BMW benutzen. Auf der linken Seite sollte unser längerer Bolzen montiert werden. Nur so ist es gewährleistet, dass man bei der außermittigen Montage der Schwinge, also wir montieren sie nach rechts, dass es da möglich ist, auch eine Kondamutter anzuflanschen. Jetzt ist das alles fixiert. Wir haben in diesem Fall einen Federbein-Dummy eingebaut, da wir für den Florian erstmal schauen wollen, wie es mit den Höhen aussieht, mit seiner Sitzbank und wie lang das Federbein dann wirklich werden soll. Mit dem Dummy haben wir gewährleistet, dass uns die Schwinge nicht unten aufschlägt oder Kratzer kriegt, die ist jetzt fixiert und wir können den Endantrieb einbauen. Der Endantrieb bekommt, bevor er montiert wird, noch neue Lager und auch einen neuen Faltenbalggummi, in dem Fall blau, dass es halt schön zum Rahmen passt. Dann sollte man auch gleich die Gummis vom Faltenbalg mit Kabelbinder fixieren, denn sobald der Paralever montiert ist, also die Strebe, dann ist da ein Druck drauf und dann kriegt man die Kabelbinder nichts mehr sauber fixiert. Also wir fixieren den Gummi erst und bauen dann unsere Strebe ein. Jetzt steht schon mal hinten alles, jetzt kann also auch das Hinterrad montiert werden, die Bremspumpe und Bremszange. Das sollte dann kein Problem mehr sein. Wichtig ist, ihr müsst mit dem Motor ganz nach links rutschen und die Schwinge auch ganz nach links, um möglichst das Hinterrad wieder einigermaßen in die Spur zu bringen. Ein Versatz von 22 bis 27 mm ist aber immer noch drin. Der ist auch fahrbar, das merkt ihr nicht. Das ist einfach fix, das geht einfach nicht anders. So, jetzt an dieser Stelle möchte ich euch Danke sagen, dass ihr euch das Video reingezogen habt, dass ihr uns angeschaut. Es gehört alles dazu und ich finde es toll, dass ihr euch die Zeit nehmt. Und ich hoffe auch, dass es einige Fragen erspart. Wichtig für mich ist auch, schaut in den Social-Media-Kanälen nach, votet uns, gibt Feedback, schreibt dazu, wenn ihr Fragen habt, nur so können wir es verbessern. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Euer Manuel.